Die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes. Die Bibel zeigt uns, wer Jesus ist und wer Gott ist. Hebräer 4, Vers 12 sagt, dass das Wort lebendig ist und Kraft hat, dich zu verändern. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, die Bibel wirklich täglich zu lesen, um herauszufinden, wer Gott wirklich ist. In der Bibel gibt es so viele Schätze. Und wie kommen wir an diese Schätze ran? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Und dazu gibt es das Bible Mining. Viele Schätze liegen aber nicht einfach nur an der Oberfläche, sondern sie sind nur zu erreichen, wenn wir wirklich die Bibel nicht nur lesen, sondern auch studieren und wirklich sehr tief in das Wort Gottes einsteigen. Und ich möchte euch zwei Erkenntnisse mitgeben, die ich beim Bibelstudieren hatte. Ich durfte im Buch der Richter durch mein Farbsystem herausfinden, dass die Gnade Gottes immer größer war als die Sünde des Volkes. Ich habe mir angestrichen, wo das Volk böse war. Ich habe mir angestrichen, wo Gottes Gnade groß war. Und durch dieses Verhältnis durfte ich lernen, dass Gottes Gnade immer größer war als die Sünde des Volkes. Auch gerade bei kontroversen theologischen Themen ist es für mich sehr wichtig geworden, die Bibel tiefer zu studieren. Manchmal lohnt es sich, nicht bloß eine Aussage zu lesen, gerade in Bereichen wie Frauenpredigen oder Kopfbedeckung. Für mich war es wichtig, da wirklich nicht nur die Bibel in einem Wort festzuhalten, sondern wirklich im gesamtbiblischen Kontext zu schauen, was will Gott mit der Aussage eigentlich sagen. Und gerade dafür lohnt es sich, die Bibel wirklich nicht nur zu lesen, sondern wirklich zu studieren und tief in das Wort Gottes einzusteigen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir möchten mit euch gemeinsam die Bibel studieren und die Tools anwenden, um tiefer in den Philipperbrief einzusteigen. Hallo! Hey, voll cool, dass ihr da seid. Wir begrüßen euch recht herzlich zum Bible Mining auf dem Christiwell. Nice, richtig cool. So cool, dass ihr mit uns die Bibel studieren wollt. Wir dachten, wir stellen uns mal kurz vor, damit ihr so wisst, mit wem ihr es heute zu tun habt. Wer bist du? Ja, hi, ich bin die Kim. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist so cool, in eure Gesichter zu blicken. Und wie cool ist das denn, dass wir wieder Christiwell feiern dürfen und wir als so große Gruppe zusammenkommen dürfen. Wer hat Bock auf Bible Mining? Sehr cool. Ja, ich bin Kim, ich bin 26 Jahre alt und wohne in Frankfurt. Ich bin gebürtige Schwäbin. Irgendwelche Schwaben hier unter uns? Yes, sehr cool. Genau, ich lebe aber jetzt in Frankfurt und gründe da Hausgemeinden, weil es mir am Herzen liegt, dass Menschen Jesus kennenlernen und das ist meine Leidenschaft und ich liebe meinen Job. Jasmin, wer bist du? Hey, voll cool. Ich bin Jasmin, vielleicht kennt ihr mich von meinem Instagram-Account Liebe zur Bibel schon so ein bisschen. Ich studiere Theologie und ich komme aus Hamburg. Haben wir irgendwelche Hamburger da? Ja, zwei sind da, wie cool. Genau, mir ist voll wichtig, Gottes Reich einfach zu bauen, deswegen sind wir heute hier. Ja, genau. Genau, und damit ihr euch auch untereinander ein bisschen besser kennenlernt, wollen wir das jetzt so machen, dass ihr euch kurz zu eurem Nachbarn dreht oder euch kurz an euren Tischen unterhaltet. Was ist das Lieblingsbuch, euer Lieblingsbuch in der Bibel oder euer Lieblingsvers und warum? Ihr habt dafür genau 60 Sekunden Zeit und es läuft ab jetzt. Okay, sehr cool. Ihr könnt eure Gespräche im Laufe des Christiwells sicherlich noch weiterführen. Wie Jasmin schon gesagt hat, geht es hier in dieser Veranstaltung um Bible Mining. Es geht um die Bibel. Und die Bibel, die ist nicht nur irgendein Wort, das über 2000 Jahre alt ist und es stinklangweilig geworden ist mittlerweile, sondern sie ist das lebendige Wort Gottes, das wir schwarz auf weiß haben. Und wie cool ist es, dass wir in einem Land leben, wo wir einfach hier zusammenkommen dürfen, frei, um gemeinsam in Gottes Wort zu lesen. Die Bibel, sie zeigt uns, wie wir ein gutes Leben nach Gottes Maßstäben führen können. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, sie zu lesen und auch tiefer zu graben.
Genau das wollen wir heute tun. Und wir wollen euch Werkzeuge an die Hand geben, damit ihr tiefer gehen könnt in die Bibel und damit ihr sie auch in eurem Alltag lesen und besser verstehen könnt. Weil wir davon überzeugt sind, dass Gott heute noch redet durch sein Wort und dass die Bibel relevanter ist denn je. Ja, und wir sind auch davon überzeugt, dass Gott zu 100% heilig ist, dass Jesus heilig ist und er anbetungswürdig ist. Er ist wirklich würdig, angebetet zu werden. Und das wollen wir gleich machen. Wir wollen jetzt gleich in den Lobpreis starten. Das Lobpreisteam begleitet uns heute. Ich weiß nicht, ob ihr Chris und Henny kennt. Gebt denen mal einen großen Applaus. Genau. Hey, und die werden uns jetzt in den Worship führen. Und ich bete nochmal am Anfang, dass wir wirklich unsere Herzen auf den ausrichten, weswegen wir heute hier sind. Das ist Jesus. Jesus, ich danke dir für den Tag, ich danke dir für den Morgen, Gott, ich danke dir dafür, dass wir jetzt einfach tief ins Wort Gottes einsteigen. Jesus, ich bete, dass du uns heute offenbarst, wer du bist, Gott. Ich bete, dass du offenbarst, dass du heilig bist, dass du würdig bist, Jesus. Ich bete, dass du heute sprichst zu unserem Herzen, Gott. Und ich bete, dass du uns Motivation schenkst, dein Wort zu lesen. Ich bete für Motivation, für eine Liebe zur Bibel, wirklich, dass wir eine Liebe entwickeln, die Bibel zu lesen. Denn du offenbarst dich in deinem Wort. Wir lernen dich in deinem Wort kennen, Gott. Und deswegen bete ich wirklich, dass wir jetzt mit den Herzen einfach offen sind, Gott. Bereite du den Boden vor, damit wirklich nachher, wenn Philipp uns das Wort bringt, dass es wirklich tief in unsere Herzen fällt, Gott. Ich danke dir für dein heiliges, gutes Wort, Jesus. Danke. Amen. Es kommen gerade noch einige neue Leute rein. Wir werden dafür sorgen, dass wir hier vielleicht noch ein paar Tische aufbauen. Ansonsten setzt euch da einfach auf den Boden und versucht irgendwie reinzukommen. Aber voll cool, dass noch so viele kommen. Können die Leute, an deren Tisch noch Plätze frei sind, mal kurz ein Handzeichen machen? Okay, dann könnt ihr euch da noch zuordnen. Da gibt es nämlich noch einige zwischendrin. Hier ganz vorne sind auch noch Prime Spots. Für all die Mutigen unter euch. Da ist auch noch einer. Und da hinten sind auch noch ungefähr 4, 5 Plätze, 6, 7, 8, 9, 10. Und da hinten sind auch ungefähr noch 10. Also dort hinten und dort hinten. Ja, gut. Perfekt, kriegen wir cool, hin. Cool, machen wir weiter im Programm. Ihr seht, wir haben jetzt 2 neue Leute auf der Bühne. Zum einen Philipp, hi. Moin. Schön, dass du da bist. Du bist 13 Jahre lang Pastor in einer Gemeinde und hast danach entschlossen, an die FTH Gießen zu gehen und bist dort Professor für Theologie. Yes. Hey, mega cool, dass wir dich hier heute begrüßen dürfen. Richtig cool. Danke, freue mich hier zu sein. Moin. Du wirst uns so ein bisschen durch den Morgen heute führen. Cordula, auch schön, dass du heute da bist. Du wirst uns nachher einen schönen Impuls geben. Und damit ihr die beiden ein bisschen näher kennenlernt, dachte ich mir, fragen wir den Philipp mal eine Frage. Und zwar, welches Buch in der Bibel ist denn dein Lieblingsbuch und warum ist es das? Schwere Frage. Ich mag die Psalmen sehr gerne, weil das sind ja so Gedichte, Lieder und die drücken so ziemlich jede menschliche Emotion aus, die man sich vorstellen kann. Und das hilft mir für mein eigenes Beten. Wenn mir die Worte fehlen, dann greife ich sehr gerne zu den Psalmen und die drücken sehr gut aus, oft, was mir selbst auf dem Herzen ist. Die mag ich sehr. Hey, voll cool. Dann noch so kleine Fragen. Amazon Prime oder Netflix? Netflix. Altes Testament oder Neues Testament? Beides. Online oder offline? Offline. Okay, cool. Schön, dass du da bist. Cordula, warum liest du gerne die Bibel? Ich lese gerne die Bibel, weil da so Klartext geredet wird. Also ich finde, da wird, also ich selber komme von der Ostseeküste und da spricht man so, was scheiße ist, wird auch so benannt, sage ich mal. Und das finde ich in der Bibel auch. Es wird dort beim Namen genannt, wie die Situationen sind und da finde ich mich in vielen Situationen wieder. Hey, voll cool, dass du heute mit am Start bist. Und auch du kriegst 3 Fragen, Instagram oder Facebook? Instagram. Stilles Wasser oder Medium? Immer still. Musik oder Sport? Sport. Hey, cool. Schön, dass ihr heute da seid. Und wir, ja, du machst sehr weiter. Sehr cool. Philipp, du kannst gleich oben bleiben. Cordula, du gehst noch mal für einen Moment von der Bühne. Ciao. Ja, erstmal Applaus. Ihr habt bestimmt schon die grünen Zettel auf eurem Tisch entdeckt, wo Slido draufsteht. Wir haben hier die Slido-App, bei der ihr euch über den QR-Code anmelden könnt.
Und das geht so, dass ihr während der Veranstaltung später die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Also beim Philipperbrief, bei den Sachen, die wir lesen, kommen ja vielleicht die eine oder andere Frage auf. Und ihr könnt diese App nutzen, um da eure Frage loszuwerden. Die Fragen können auch geliked werden. Also wenn ihr sagt, eine Person stellt eine richtig gute Frage und die will ich unbedingt beantwortet haben, könnt ihr auf Like klicken und dann rutscht diese Frage nach oben und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir sie sehen. Wir geben das unser Bestes, dass wir alle Fragen im Laufe der Veranstaltung entweder schriftlich oder von hier vorne von der Bühne beantworten werden. Philipp, ich gebe dir jetzt das Wort und ich würde sagen, Bühne frei für dich. Danke. Nochmal einen schönen guten Morgen an euch. Ihr habt gehört, ich bin Theologe. Theologen haben nicht so den besten Ruf. Ne? Das sind so trockene, langweilige Typen. So. Und so wird es jetzt auch die nächsten Minuten. Sorry. Also ihr kriegt jetzt so ein Theologiestudium im Mini-Format, so, weiß nicht, dreiviertel Stunde. Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr auch Theologie studieren wollt. Ich würde mich freuen. Es geht bei Bible Mining um Bibel lesen. Und die Bibel ist ja ein spannendes Buch. Es ist irgendwie ein Buch und trotzdem mehrere Bücher. Ne? Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen? Wer hat mal nachgezählt, wie viele Einzelbücher gibt es in der Bibel? Sehr gut. 66 Einzelbücher und die gehören alle zu unterschiedlichen Gattungen, sagt man dazu. Ja? Also da gibt es Erzähltexte im Alten Testament über das Volk Israel. Es gibt Poesie, die Psalmen habe ich eben erwähnt, Gedichte, Lieder sind das. Es gibt apokalyptische Texte, ja, Offenbarung. Ganz am Ende im Neuen Testament. Es gibt die Evangelien, wo uns über das Leben Jesu berichtet wird. Und es gibt Briefe. So, und jetzt müssen wir uns klar machen, diese verschiedenen Gattungen, die müssen wir alle unterschiedlich lesen. Na, das ist euch ja klar, ihr müsst einen Zeitungsartikel anders lesen als eine Insta-Story. Ja, müssen wir ein bisschen anders mit umgehen. Wir müssen eine Gebrauchsanweisung ein bisschen anders lesen als eine WhatsApp-Nachricht. So, und deswegen müssen wir uns heute Morgen, wenn wir uns mit dem Philipperbrief beschäftigen, erstmal die Frage stellen, so, was ist denn bei Briefen wichtig? Wie lesen wir die? Und da sind bei Briefen vier Dinge wichtig. Erstens, wer hat das Ding geschrieben? Zweitens, an wen wurde der Brief geschrieben? Drittens, unter welchen Umständen wurde der Brief geschrieben? Und viertens, warum eigentlich? Also wer hat den geschrieben, an wen, unter welchen Umständen und warum? Und da möchte ich euch ganz schnell mit reinnehmen. Also wer hat den Philipperbrief geschrieben? Paulus, von dem haben wir wahrscheinlich die meisten von uns schon mal was gehört. Wir könnten über ihn jetzt stundenlang reden, spannende Persönlichkeit. Wichtig bei Paulus ist, dass man weiß, in seinen frühen Berufsjahren, würde ich mal sagen, war das einfach ein radikaler Christenverfolger. Ja, also so die Jesus-Nachfolger, die wurden ja schon relativ früh Christen genannt und Paulus war einer von denen, der gesagt hat, hey, das geht gar nicht und der hat diese Christen, diese Jesus-Nachfolger schikaniert und sogar dafür gesorgt, dass sie ermordet wurden. Aber dann gab es diesen radikalen Game-Changer, würde ich das mal nennen, in seinem Leben. Der auferstandene Jesus begegnet Paulus auf dem Weg nach Damaskus, könnt ihr im Nachgang mal nachlesen, Apostelgeschichte 9. Und auf einmal merken wir, bei Paulus war das komplette Leben einfach auf den Kopf gestellt. Es war total verändert, es war total anders. Jesus ist ihm begegnet und auf einmal war sein Leben einfach ein völlig anderes Ding. Und es gibt eine Stelle in unserem, ich nenne das jetzt mal Christabel Philipperbrief in Kapitel 3, da werden wir am Samstag noch dazu kommen, aber ich wollte euch diese Verse schon mal gern mit auf den Weg geben heute. Eine Stelle, wo Paulus deutlich macht, was diese Begegnung mit Jesus für ihn bedeutet hat. Und das ist wichtig für den Hintergrund des Verständnisses des Philipperbriefs. Philipper 3, die Verse 8 und 9, da sagt Paulus mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Leute, das ist der Heartbeat von Paulus. So, einfach alles andere ist Müll, wenn ich Jesus habe. Und da merken wir schon, Paulus liebt Jesus, Paulus brennt für Jesus. Jesus ist alles für Paulus und es ist nicht nur eine Floskel, sondern Paulus ist, das werden wir gleich im Text noch genauer sehen, er ist sein Leben. Also, Paulus hat den Brief geschrieben. An wen wurde der Brief geschrieben? An eine Gemeinde.
in Philippi. Und wenn die Technik jetzt funktioniert, dann seht ihr gleich ungefähr, wo Philippi liegt. Ne, wir fliegen los in Erfurt und dann geht's in Urlaub Richtung Süden, ne, Mittelmeerraum, Griechenland, Philippi. Und das Spannende ist, Philippi war die erste Gemeindegründung auf dem europäischen Kontinent. Weiß nicht, ob ich das schon mal klar gemacht habe, aber das war die erste Church sozusagen auf dem Boden des europäischen Kontinents. Und von da aus ging dann der christliche Glaube los bis zu uns heute hier in Erfurt. Paulus hat diese Gemeinde gegründet, so ungefähr 50, 51 nach Christus. Den Brief schreibt er circa 10 Jahre später, ne, ist dann weitergezogen und schreibt ihnen einen Brief. Und weil Paulus diese Gemeinde gegründet hat, hat er ein ganz inniges, warmherziges, liebevolles Verhältnis zu dieser Gemeinde. Die war ihm so richtig nah ans Herz gewachsen. Und er schreibt jetzt diesen Brief an diese Gemeinde in Philippi. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen, er schreibt aus dem Gefängnis. So, die Gelehrten sind sich nicht hundertprozentig sicher, wo er im Gefängnis war. Am wahrscheinlichsten ist es, dass er in Rom im Gefängnis war. Die Frage ist natürlich, hey, wie kommt der gute Paulus ins Gefängnis? Naja, er hat Jesus verkündigt und das fanden viele nicht so wahnsinnig cool und haben ihm gesagt, hey, du zettelst hier irgendwelche Revolutionen an und bist so ein Hetzer und so und das geht alles gar nicht. Und dann wurde er verhaftet und dann hat Paulus so eine Trumpfkarte gezogen und hat gesagt, hey Freunde, ich habe römisches Bürgerrecht und deswegen will ich mich vor dem Kaiser verteidigen. So, ich will einen Prozess vor dem Kaiser. So. Und so kam er dann nach Rom. Aus Philippi, eine römische Kolonie, die ganz stolz drauf war, dass sie mit den Römern so verbunden waren, so ein Mini-Rom sozusagen. Dort gründete er Gemeinde und später landete im großen Rom im Gefängnis. Und das heißt, wir müssen, wenn wir diesen Brief gleich ein bisschen intensiver studieren, müssen wir das vor Augen haben. Das, was wir da lesen, wird geschrieben aus dem Gefängnis, aus einer sehr, sehr notvollen Situation. Paulus wusste nicht, wie das Ding ausgeht. Ja? Kann sein, dass er nicht mehr lang zu leben hat. Und aus dieser Situation heraus schreibt er diesen Brief. Bleibt noch die letzte Frage, die wir klären. Warum schreibt Paulus überhaupt diesen Brief? Da gibt es mehrere Gründe für. Ihr findet in diesem blauen Philipperbrief-Booklet, was ihr hoffentlich alle bekommen habt, da findet ihr einige Gründe dargestellt. Könnt ihr im Nachgang nochmal lesen. Einen Grund finden wir heute in unserem Text, in Philipper 1, den wir uns gleich anschauen. Paulus will den Philippern ein Update geben über seine Situation. Ja, das ist klar, die hatten irgendwie gehört, hey, meine Güte, unser Gemeindegründer, der ist im Gefängnis gelandet und wir wissen gar nicht, wie es dem geht und wie der mit dieser Situation umgeht und ob das mit dem Evangelium und der guten Nachricht von Jesus jetzt einfach zu Ende gekommen ist. Und Paulus will sie jetzt irgendwie so mit in den Loop nehmen, ihm sagen, hey, ich bin zwar im Gefängnis, aber so und so geht's mir. Und er grüßt sie aus dem Gefängnis und will ihnen einfach ein Update geben über seine Situation. Darauf geht Paulus unter anderem in dem Textabschnitt ein, den wir uns jetzt gleich gemeinsam intensiver anschauen. Und ich möchte euch am Anfang noch sagen, was ist unser Ziel mit dieser Veranstaltung, mit diesem Bible Mining. Wir möchten euch ermutigen, dass ihr lernt, selbstständig tiefer in der Bibel zu graben. So, dass ihr zu Christen werdet, denen man nicht alles vorkauen muss. Ja, sondern die in der Lage sind, selbstständig tief in Gottes lebendiges Wort einzusteigen, dort tiefer zu graben und wertvolle Schätze zu entdecken. Und ich habe das für mich mal so zusammengefasst, ich fände es richtig cool, wenn wir alle am Ende dieses Christivals mit dem Beter von Psalm 119 Folgendes sagen könnten. Ich glaube, wir blenden es auch gleich ein. Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der fette Beute macht. So, ich liebe diesen Vers und ich wünsche mir das und ich wünsche euch das, dass wir zu Menschen werden, die sich mehr und mehr freuen über Gottes Wort, wie jemand, der eine richtig, 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 richtig fette Beute gemacht hat. Und dazu wird uns Jasmin jetzt noch ein bisschen motivieren, nicht live hier, sondern per Video vorproduziert sozusagen, wird uns nochmal hineinnehmen in so ein paar erste kleine Schritte der Bibelstudienmethodik und nach dem Video werde ich euch dann erklären, was eure Aufgabe jetzt gleich an den Tischen ist. Viel Spaß mit dem Video.
Ich stelle euch jetzt ein richtig cooles Tool vor, und zwar die BBA-Methode. Beobachtung, Bedeutung und Anwendung. In der Beobachtung geht es darum, den Text einfach nur zu lesen, was steht geschrieben. Was steht geschrieben? Und das können wir mit zwei Methoden machen. Ihr seht die Lesezeichen vor euch. Wir haben einmal die Farbmethode und einmal die Symbolmethode. Und da könnt ihr aussuchen, welche Methode nehme ich, um einfach nur den Text zu beobachten. Es geht weniger darum, den Sinn rauszufinden, sondern mehr darum, was steht eigentlich im Wort Gottes. Als nächstes kommen wir zur Bedeutung des Textes. Und da ist es wichtig, sich zu fragen, was bedeutet der Text? Was möchte Gott uns damit sagen? Da findet ihr Fragen auf der Rückseite des ersten Lesezeichens, die euch irgendwie anregen, wirklich mehr rauszufinden, was bedeutet der Text? Sowas wie, wer ist Gott? Wie sind seine Charaktereigenschaften? Wer ist Jesus? Wer ist der Heilige Geist? Wie steht der Mensch in Beziehung zu Gott in der Bibel? Das sind Dinge, die du dich fragen kannst, um rauszufinden, was bedeutet der Text? Und zum Schluss kommen wir zur Anwendung. Wie kann ich das Gelesene praktisch in meinen Alltag anwenden? Wir möchten, dass Gottes Wort wirklich in uns fließt, sodass es wirklich in unseren Alltag einfließt, dass wir es in unserem Alltag wirklich etablieren können, dass wir wirklich das leben, was wir lesen. Und das wollen wir lernen mit der Anwendung. Wir wollen gucken, wie können wir das wirklich in unser Leben ganz praktisch umsetzen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Wir wollen tiefer einsteigen ins Bibellesen, aber auch ins Bibelstudieren. Deswegen nehmt euch eure beiden Lesezeichen zur Hand. Wir steigen jetzt tiefer ein ins Wort Gottes. Yes, das machen wir jetzt. Theologiestudium ist hart, deswegen müsst ihr heute selber arbeiten. Schön, dass ihr da seid. So, ihr braucht jetzt diese blauen Philipperbriefhefte, die in diesem, weiß nicht, wie sagt man dazu, Turnbeutel, haben wir früher gesagt, drin waren. Da ist der Bibeltext für heute abgedruckt, Philipper 1, ab Vers 12. Und ihr braucht, Jasmin hat es im Video gesagt, diese zwei Lesezeichen, die habt ihr hoffentlich an euren Plätzen gefunden. Und damit ich das nicht vergesse, an euren Plätzen sind so kleine Boxen mit Farbstiften. Okay, und es ist richtig cool, diese Farbstifte dürft ihr nach Hause nehmen. Na, das ist ein Geschenk. Jetzt bitte nicht einmal die Stifte nehmen und rausgehen, sondern lasst uns erst ein bisschen arbeiten. So, also wir brauchen dieses Booklet, wir brauchen diese zwei Lesezeichen und wir brauchen die Stifte. Und jetzt sage ich euch ganz kurz, dieses eine Lesezeichen, da sind so Symbole hinten drauf. Okay, das könnt ihr mit nach Hause nehmen. Das ist für die kurze Zeit, die wir hier haben, ein bisschen zu komplex, aber trotzdem richtig, richtig gut. Packt euch das ein, nehmt es mit nach Hause. Brauchen wir aber heute Morgen hier nicht, sondern wir nehmen dieses andere Lesezeichen, wo auf der einen Seite so Stichworte drauf sind, wie Gott, Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, Hintergrund, Sünde, Zuspruch, Anspruch und so weiter. Mit dieser Methode arbeiten wir heute Morgen. Ja, und ich erkläre euch ganz kurz, wie das funktioniert. Eure Aufgabe ist jetzt, in diesem Text, den ihr vor euch habt, Philipper 1, ab Vers 12, bis Vers, kann mir das nochmal jemand zuflüstern, wie weit wir heute gehen, 25 oder 26, also guckt einfach mal, 26, okay, guckt einfach mal, wie weit ihr kommt, ne? Ist jetzt hier keine, gibt keine Noten übrigens auch, einfach ganz, ganz locker bleiben. So, und ihr macht jetzt mal Folgendes, verwendet mal die Farben, die ich nachher gleich hier vorne verwenden werde, dann gibt es am wenigsten Verwirrung, streicht mal alles, was mit Jesus Christus zu tun hat, blau an, könnt ihr euch ja auf euer Lesezeichen schon mal notieren, blau, dann alles, was im Text Zuspruch ist, grün. Also Zuspruch ist alles, was ermutigend ist, alles, was ausdrückt, was Gott für euch getan hat. Ne? Alles, was so eine echte Ermutigung, Gottes Gnade für euch ist, das könnt ihr mal grün markieren. Alles, was Anspruch ist, das ist das nächste hier auf eurem Lesezeichen. Also wozu fordert der Text mich auf? Ja? Was soll ich tun? Ne? Was möchte Gott von mir? Das markiert ihr gelb. Okay, also mit den drei Farben arbeiten wir heute Morgen. Blau, Jesus Christus, Zuspruch grün, Anspruch gelb. Und dann macht ihr bitte noch Folgendes, und zwar seht ihr das unten auf dem Lesezeichen. Alles, was euch auffällt, alles, was wiederholt wird, alles, was ihr sagt, so, oh, das ist eine besondere Ausdrucksweise, da könnt ihr so einen Kringel drum machen. Ja? Das markiert ihr mit so einem Kreis. Und dann überlegt mal noch, wo gibt es in diesem Text Querverbindungen? Ja, baut der eine Vers auf dem anderen auf, dann könnt ihr da noch so einen Pfeil machen oder weist der eine Vers auf einen Vers hin, der drei Verse später kommt, dann könnt ihr da so eine Linie ziehen mit Pfeil und sortiert so ein bisschen den gedanklichen Flow des Textes für euch. Okay, damit belassen wir es mal heute. Ihr habt jetzt eine knappe Viertelstunde Zeit an den Tischen, einfach für euch
da im Text ein bisschen rumzumalen, euch den Text zu erschließen. Wir haben gehört, ihr dürft auch über Slido Fragen stellen. Ich würde euch ermutigen, konzentriert euch nicht so sehr auf alle Fragen zum Philipperbrief. Wir werden heute wahrscheinlich nicht alles komplett klären können, sondern konzentriert euch eher mal einfach einzusteigen in diesen Text mit dieser Farbenmethode. Es gibt so ein paar Theologiestudenten und diverse andere Leute, die an den Tischen so rumgehen, auch noch mal ein bisschen helfen können, wenn es da irgendwelche Fragen oder Probleme gibt. Also nicht, dass ihr euch wundert, das sind jetzt nicht meine Spione oder so, sondern die sollen einmal ein bisschen hilfreich sein. Und dann treffen wir uns wieder in der Viertelstunde und dann versuche ich euch hier von vorne über mein iPad mal vorzuführen, was ich so markiert habe. Ja? Und dann hoffen wir, dass das irgendwie ein hilfreicher Start ist für euer Bibelstudium. Ja, alles klar soweit? Team, habe ich irgendwas vergessen? Alles gut? Okay, let's go. Viel Freude, Gottes Segen beim tiefer Einsteigen in Gottes Wort, beim Bible Mining.
Alright. Seid ihr durch? Nein, das war ja nicht die Aufgabe. Aber cool zu sehen, dass ihr euch tief reingegraben habt. Bevor wir jetzt da nochmal reingehen, ihr habt richtig viele coole Fragen gestellt. Unmöglich, die jetzt in der Kürze der Zeit alle zu beantworten. Manches kommt jetzt gleich in diesem Teil. Ich möchte ein paar Dinge noch zu Beginn sagen. Es wäre richtig cool, wenn ihr das, was ihr hier einübt, so ein bisschen rüber retten könntet in den Alltag. Ne? Wir alle wissen, im Alltag sich Zeit zu nehmen für die Bibel, das ist ein Challenge, das ist nicht so leicht. Aber hoffentlich spürt ihr hier, dass es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen, weil man wirklich mehr entdeckt, wenn man mit Zeit da sich mal reingräbt und nicht nur so oberflächlich mal ab und zu ein Vers hier und da sich zu Gemüte führt. Worauf wir nicht eingehen werden jetzt gleich in dieser Markiergeschichte ist dieser Mittelteil, wo Paulus sagt, die anderen haben Christus aus Streitsucht verkündigt und so, aber das ist mir alles völlig egal, Hauptsache Jesus wird verkündigt. Und eine Frage ging so in die Richtung oder mehrere Fragen, wie geht das überhaupt, warum geht Paulus da so locker mit um? Der Grund ist, ihm ist Jesus wichtig und er selbst ist nicht so wichtig. Ja, also das könnt ihr euch so vorstellen, wenn jetzt jemand hier auf die Bühne käme, würde mich jetzt hier runterslammen, ne, und sich dann hier hinstellen und eine Predigt halten so, und ich könnte dann großmütig sagen, hey, Hauptsache Jesus wird verkündigt, so muss doch nicht ich sein. Ne, es geht um Jesus, es geht nicht um mich. Paulus hat diesen Stolz einfach nicht mehr in sich gehabt, dass er sagt, so, ich muss hier mein Ding machen, sondern Hauptsache Jesus wird groß. Und das allein ist ja schon ein großes Vorbild. So, jetzt würde ich euch einfach gerne kurz mit hineinnehmen in das, was ich in ein paar Versen hier markieren würde. Ihr seht es hier. Und es ist auch ein bisschen komisch. Ne? Meine Tochter sagt immer zu mir, Papa, du kannst nicht malen. So. Und jetzt soll ich hier irgendwas malen. Also vielleicht bin ich hier wieder der falsche Mann. Aber wir versuchen das jetzt mal. Also ein paar Kringel versuche ich noch hinzukriegen. So, das Erste, was mir auffällt, Brüder und Schwestern, war ja auch eine Frage, wurde, glaube ich, schon beantwortet. Ne? Da steht im Griechischen wörtlich nur Adelphoi, Brüder. Ja, aber da war einfach in der damaligen Kultur die komplette Gemeinde mit Sicherheit gemeint. Und deswegen hat man das dann im Deutschen sozusagen verdeutlicht und gesagt, es geht um die Brüder und die Schwestern, um die gesamte Gemeinde. Und dann sagt Paulus, deswegen habe ich das hier schon mal umkringelt, das sollt ihr wissen. So, wow, das fällt uns auf. Das ist Paulus wichtig, dass die Gemeinde das jetzt wissen soll. Ne, das ist so eine Markierung, hey, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und dann kommt ein erster Zuspruch. Ne, das seht ihr hier, habe ich in grün markiert, meine Lage hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch gefördert. Hey, das ist super ermutigend. Leute, möchte ich euch sagen, ich bin zwar im Gefängnis, aber Gottes Wort läuft weiter, Gott ist nicht zu Ende. Diese Schwierigkeiten können Gott nicht stoppen. Super ermutigend. Deswegen grün, Zuspruch. Und Paulus sagt hier, meine Lage, was ist damit gemeint? Natürlich das Gefängnis. Dann sagt er hier unten, ich bin deswegen in Haft, durch meine Haft und so weiter. Also Paulus ist in einer ganz, ganz schwierigen notvollen Situation, aber er ist super ermutigt, hey, die gute Nachricht wird sogar noch gefördert. Und jetzt ist die Frage, warum läuft das Evangelium weiter? Was sind Gründe dafür? Und da haben wir zwei Gründe in Vers 13, Vers 14. Ich mache hier mal eine 1 hin, das ist der erste Grund, warum Paulus so ermutigt ist, allen Leuten im Palast des Statthalters oder vielleicht in Rom bei der kaiserlichen Garde, ja, denen wird bewusst, hey, der Paulus ist in Haft, weil er zu Christus gehört. Ja, und Paulus reflektiert es und sagt, wie cool, dass die jetzt von Jesus hören, weil ich hier im Gefängnis bin. Ja, meine Not, mein Leiden, meine Schwierigkeiten tragen dazu bei, dass mehr Menschen von Jesus hören. Hammer. Freue ich mich drüber, super ermutigend. Das ist die erste Begründung hier, ne, für die Ermutigung oben. Und die zweite Begründung haben wir hier in Vers 14, da mache ich auch einen Pfeil nach oben. Viele Brüder und Schwestern, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden die Botschaft ohne Furcht. Ne, und da muss man jetzt beim Bibellesen einfach kurz innehalten und sagen, hey, was ist denn da los? Paulus steckt in Riesenschwierigkeiten und die anderen sind dadurch total ermutigt und predigen und verkündigen und leben noch furchtloser für Jesus. Und irgendjemand hat ja die Frage gestellt, so wie kriege ich denn meine Furcht los? Wie geht denn das? Ja, und das ist eine super Frage und die hat was damit zu tun, dass man beim Markieren sagen kann, diese Zuversicht hier und dieses Botschaft ohne Furcht verkündigen, das ist eine gewisse indirekte Aufforderung an uns. Ja, zunächst mal an die Gemeinde in Philippi, aber dann auch an uns. Wir sollen zuversichtlicher sein,
auch in Schwierigkeiten. Wir sollen trotz Gegenwind und Schwierigkeiten mehr wagen und die Botschaft furchtloser verkündigen. Deswegen habe ich das gelb markiert. Das ist ein Anspruch, eine Aufforderung an uns. Und die Frage ist jetzt, die ihr gestellt habt, die ist super. Was hilft uns dabei, furchtloser für Jesus einzustehen? Auch wenn Gegenwind kommt, wenn Widerstände kommen, wenn es Spannungen gibt, wenn Leute uns nicht mehr so wohlgesonnen sind, wenn sie uns verspotten in der Schule, im Studium, wo auch immer. Wo kommt diese Furchtlosigkeit her? Und ich glaube, dass der Text indirekt uns sagt, die Furchtlosigkeit kommt bei den Leuten hier, von denen Paulus spricht, daher, dass sie ihn beobachten, also Paulus als Vorbild, und merken, für Paulus hat Jesus so einen überragend großen Stellenwert, dass alles andere nicht so wichtig ist. Jesus ist so genial, an diesem Jesus hält er sich fest, und das gibt Zuversicht, dann auch für diesen Jesus einzustehen. Das heißt, die kurze Antwort ist, man könnte da natürlich viel, viel länger drüber reden, müsste länger drüber reden, wer furchtloser werden will im Blick auf Jesus, der braucht ein größeres Bild von Jesus, der braucht mehr Liebe zu Jesus, und da ist uns Paulus ein großes Vorbild. Je größer Jesus in eurem Herzen ist, um es mal so zu formulieren, desto mehr werdet ihr befähigt sein, auch zuversichtlich und furchtlos für ihn zu leben. Und dann könnten wir uns noch eine Frage stellen, die steht auf der Rückseite eures Lesezeichens. Und die lautet, und das ist immer eine gute Frage beim Bibelstudium, was lerne ich über Jesus und sein Evangelium in diesem Text? So, also fragt euch nochmal kurz so, was habe ich über Jesus gelernt? Und deswegen habe ich euch auch die Aufgabe gegeben, mal ein bisschen blau zu markieren, ne? Schaut mal, was habt ihr blau markiert? Ich muss das, damit ihr das gut lesen könnt, hier so ein bisschen türkis machen. Ja, weil ich zu Christus gehöre, die wie ich zum Herrn gehören. An den zwei Stellen geht es um Jesus. So, was lernen wir über Jesus und über das Leben mit Jesus? Wir lernen Folgendes. Auch bei denen, die wie Paulus zu Jesus gehören, bleiben Schwierigkeiten im Alltag als Christ nicht aus. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr in Schwierigkeiten geratet im Leben, wenn Krankheit kommt, wenn tragische Dinge kommen, wenn ihr ganz schwere Rucksäcke und Lasten zu schleppen habt, und einige haben ja solche Lasten mit hierher gebracht aus Christabel, so in diesen schwierigen Zeiten, die passieren uns, auch wenn wir zu Jesus gehören. Aber dieser Text, wenn man ihn wirklich tief durchdringt, der sagt uns, diese Schwierigkeiten halten Gott nicht davon ab, in dieser Welt und in unserem Leben zu wirken. Und das ist diese Ermutigung, die aus diesem Text herausfließt, dass ihr wisst, egal in welchen Schwierigkeiten ich bin, egal was Gott mir zumutet, ich gehöre zu Jesus und Gott ist in der Lage, meine Schwierigkeiten zu etwas Gutem zu machen. Vielleicht nicht sofort, ganz oft nicht sofort, aber wie bei Paulus, das Gefängnis, diese Schwierigkeit, diese Not, dieses Leiden, wird gedreht in irgendwas Positives. Gottes Wort läuft weiter und genauso ist es in eurem Leben. Egal wie schwierig Dinge sind, Gott ist am Wirken, er kann was Gutes daraus machen, er wird was Gutes daraus machen. Gibt diesen berühmten Vers, vielleicht kennt ihr den, Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Auch Gefängnis, wie wir in Philipper 1 sehen. Und auch die Dinge, die in eurem Leben gerade schwierig und notvoll sind. So, das könnte man in aller Kürze aus diesen ersten Versen rausziehen. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung in Vers 20 bis Vers 25. Da können wir mal gucken, was habt ihr da markiert. Also das Erste, was mir da auffällt, ist, dass da eine Aufforderung drinsteckt in Vers 20. Durch das, was mit mir geschieht, soll Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Ne? Christus mache ich nochmal blau, haben wir ja gesagt, Jesus. Ne? Also Jesus soll in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Was heißt das? Verherrlicht werden heißt, er soll groß gemacht werden, seine Schönheit soll für alle sichtbar werden, er soll geehrt werden, Jesus soll groß rauskommen. So, und jetzt fällt mir auf, dass Paulus hier was Interessantes sagt, am Ende von Vers 20, das gilt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Ja, also wie soll dieses Verherrlichen passieren? Ja, ich schreibe da mal hin, wie soll das passieren? Im Leben wie im Sterben. Okay, das ist schon mal spannend, müssen wir gleich nochmal überlegen, was die Bedeutung davon ist. Aber das fällt zunächst mal auf.
Und jetzt ist die Frage, wie geht die Logik weiter? Wie kann Jesus verherrlicht werden, egal ob Paulus lebt oder stirbt? Wie funktioniert das? So, was ist die Logik hier? Und da fällt dieses Wort denn auf am Anfang von Vers 21. Das sind ganz wichtige Wörter übrigens beim Bibelstudium, ne? So Verbindungswörter. Denn ist eine Begründung. Ja, also Paulus begründet hier, wie das sein kann, dass Jesus verherrlicht wird im Leben und im Sterben. Die Begründung kommt hier, Vers 21, denn. Und dann gehen wir weiter und markieren ein paar Wörter, die sich häufig wiederholen. Und das fällt ja auf. Ne? Also am Leben bleiben hatten wir, jetzt kommt wieder Leben. Dann weiter unten, wenn ich am Leben bleibe. Dann hier Vers 24, dass ich am Leben bleibe. Ich werde am Leben bleiben. Also Leben, 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 Leben. Und Sterben hatten wir schon, das kommt auch hier. Deshalb ist sogar Sterben für mich ein Gewinn. Ich könnte sterben und bei Christus sein. Also Wörter, die wiederholt werden, die haben sicher eine Bedeutung für die Aussage dieses Textes. Und dann fällt noch auf, und dann setzen wir die Puzzleteile gleich zusammen, dass Christus auch noch zweimal vorkommt. Einmal hier in Verbindung mit Leben, ja, in Vers 21, und einmal in Verbindung mit Sterben. Christus ist das Leben, und wenn ich sterbe, dann spielt Christus auch eine ganz große Rolle. So, jetzt haben wir markiert, haben die wichtigsten Puzzleteile uns zusammengesetzt, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch zwei Fragen klären. Was ist die Bedeutung davon, dass Paulus sagt, Sterben ist für mich Gewinn? Ja, haben ja auch manche gefragt, so, was ist denn da los? Sterben ist schlecht. So, Sterben ist Ende Gelände. Ja, Tod ist schlimm. Klar, ist schlimm. Aber Paulus sagt, Sterben ist für mich ein Gewinn. Was ist da los? Und das hilft uns jetzt zu verstehen, dass dieses Sterben hier, das Sterben Gewinn ist, zusammenhängt. Jetzt muss ich mal gucken, hier umstellen. Sterben hängt mit diesem Sterben zusammen. Ne, da können wir so einen Pfeil hinmachen. Sterben ist für Paulus deshalb Gewinn, weil er sagt, ich könnte sterben und wenn ich sterbe, dann werde ich bei Christus sein. Das, was wir hier blau markiert haben. Und das ist für ihn der Hammer. Ja? Wenn ich sterbe, dann werde ich Jesus face to face sehen. Dann werde ich ihn noch besser kennenlernen, als ich ihn jetzt schon kenne. Das wäre, das kommt hier, das könnte dann irgendwie, warte mal, nochmal so fett unterstreichen, das wäre viel, 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 viel besser. Es ist viel cooler, Jesus face-to-face zu sehen. Also Jesus ist so überragend gut für Paulus, so überragend erstrebenswert, dass er sagt, wenn ich ihn irgendwann face-to-face in einem neuen Himmel und einer neuen Erde sehe, das wäre super. Deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Aber jetzt sagt er eben auch, hey, Christus ist für mich auch das Leben. Also nicht nur, ich will jetzt nicht einfach nur sterben, so schnell wie möglich, das ist nicht das, was Paulus hier sagt, sondern er sagt auch das Leben, ist für mich Christus, auch das kann Christus verherrlichen. Und da ist die Frage, wie verstehen wir das? Und wenn er dann nochmal in Vers 22 schaut, das habe ich tatsächlich mir hier als Zuspruch grün markiert, wenn ich am Leben bleibe, kann mein Werk weiter Ertrag bringen. Also mein Leben hat Bedeutung, mein Leben mit Christus kann Frucht bringen. Und wie sieht diese Frucht aus? Ganz am Ende steht da nochmal ein schöner Satz. So kann ich dazu beitragen, dass euer Glaube Fortschritte macht und ihr immer mehr Freude daran findet. Das habe ich als Anspruch markiert. Warum? Weil Paulus sagen will, mein Leben ist dazu da, dass andere im Glauben Fortschritte machen. Dass die im Glauben an Jesus vorankommen. Und das ist indirekt auch dann der Anspruch oder die Aufforderung an uns. Hey Leute, wenn ihr mit Jesus lebt, wenn Jesus euer Leben ist, dann geht es jetzt nicht nur darum, ganz schnell in den Himmel zu kommen, sondern geht es darum, dass euer Leben einen Unterschied macht in dieser Welt, indem ihr möglichst vielen Leuten von Jesus erzählt, ihnen dient, ja, sie mit hineinnehmt in das, was Christus für euch ist. Dass andere im Glauben Fortschritte machen. Und das könnte eine Aufforderung an euch sein, die ihr mitnehmt und sagt, wie kann ich in meinem Leben mithelfen, dass andere im Glauben Fortschritte machen und mit Jesus weiterkommen. Das ist das, was Paulus hier meint, mit für mich ist Christus das Leben und wenn ich mich für Jesus auch in meinem Leben engagiere, ne, dann wird er verherrlicht und darum geht's in diesem ganzen Text.
Wir kommen zum Punkt, Paulus will sagen, weil ich für Jesus lebe, kann ich auch für Jesus und mit Jesus sterben. Weil ich für ihn lebe, ist auch Sterben nicht so das allergrößte Problem. Ja, ich will in diesem Leben alles für ihn geben und ich will auch im Sterben bei ihm sein und ich vertraue ihm, er weiß es, wie lange er mich auf dieser Welt lässt und mir das Leben schenkt. Und das allerletzte, was mir in diesem Text auffällt, und da weiche ich jetzt mal vom Skript ab und markiere das in Rot, ist das hier. Andererseits gilt für mich, sagt Paulus, für mich gilt, Christus ist mein Leben und deshalb ist Sterben mein Gewinn. Und meine Anwendungsfrage an euch, für die ihr gleich noch ein paar Minuten an den Tischen habt, ist folgende. Was ist für dich? Also Paulus sagt, für mich ist Christus das Leben. Meine Frage ist, was ist für dich das Leben? Was ist für dich das, wofür du dein Leben einsetzt? So das wichtigste, größte Ding deines Lebens. Was ist für dich das Leben? Und dann auch, und deshalb ist Sterben für dich was? Was ist es? Wofür lebst du? Und dann auch, okay, was passiert dann, wenn du stirbst? Also kurzes Beispiel, wenn du für Schönheit lebst, wenn du sagst, für mich ist Schönheit das Leben. Was ist Sterben dann? Dann ist Sterben für dich einfach das Ende von Schönheit. Es ist einfach Verrottung. So. Ne, die zwei Dinge hängen zusammen. Je nachdem, wofür du lebst, das macht was mit deinem Sterben. Oder wenn du sagst, Leben ist für mich, dass ich in den sozialen Medien groß rauskomme, dass alle mich cool finden und feiern und mir Likes geben und so weiter und ich da ganz viel Anerkennung bekomme. Wenn das dein Leben ist, was ist Sterben dann? Dann ist Sterben das Ende jeglicher Anerkennung und damit auch das Ende der Bedeutung deines Lebens. Und vor diesem Hintergrund würde ich euch challengen, jetzt noch mal ein paar Minuten, diese Anwendungsfrage, das ist jetzt der Übertrag. Ne? Wir haben verstanden, was Paulus sagen will, jetzt die Frage, was machen wir damit? Und da gibt es verschiedene Formen, das jetzt anzuwenden. Eine würde ich euch jetzt einmal mitgeben, euch herausfordern. Für mich ist Punkt, Punkt, Punkt das Leben. Füllt mal diese Lücke. Und für mich ist Sterben. Was ist es für dich? Das ist die Anwendungsfrage. Da drehen wir nochmal eine kurze Runde an den Tischen. Ihr könnt es persönlich machen. Wenn ihr genug Offenheit mit den anderen habt, kommt auch gerne ins Gespräch. Ja, ist aber jetzt kein Muss. Das ist eine persönliche Frage. Ist klar, was ist für dich Leben? Was ist für dich Sterben? Reflektiert es. Und dann wird Cordula uns noch so einen Schlussimpuls geben, ne, was für sie von diesem Text her ganz, ganz wichtig ist zum Abschluss unseres Bible Mining Vormittags. Okay? Einfach ein paar Minuten nochmal für euch persönlich diese Frage, was ist für mich Leben, was ist für mich Sterben? Hold up.
wahrscheinlich jetzt auch keine Frage mehr stellen. Aber passt mich noch nicht ganz, weil es wird sich für mich anhören, wie wenn ich so auf so ein Schwert zu arbeiten. Ich glaube, du moderierst mich an, gell? Genau. Okay, es ist mega spannend zu hören, was ihr so für Diskussionen an euren Tischen führt über diese Anwendung. Wir werden jetzt zum Abschluss noch einen Impuls von Cordula hören. Cordula ist in der Gemeindegründung aktiv hier in Eisenach und wird einfach ein bisschen von dem erzählen, was das in ihrem Leben bedeutet und wie das konkret aussieht. Ja, danke schön. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das absolut faszinierend finde, dass die Bibel manchmal so genau direkt in mein Leben spricht. Und auch in diesem Abschnitt, den wir heute Morgen gelesen haben, ist so ein Vers. Und zwar ist das, ja, es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nie lächerlich mache. Also besser könnte man meine Teenager- und Jugendphase eigentlich nicht zusammenfassen. Es war so mein tägliches Gebet, dass ich mich nicht lächerlich mache. Ständig habe ich mich das gefragt, blamiere ich mich gerade? Wie kommt das an? Zum Beispiel durften meine Freunde viel mehr Fernsehen gucken als ich. Und immer hat man sich in der Hofpause darüber unterhalten. Und es gab so eine Serie, die war total beliebt. Das war Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und früher war das ja so, man musste zu einer bestimmten Zeit den Fernseher einschalten, sonst hat man die neue Folge verpasst. 19:45 Uhr RTL. Und ja, die nächste Hofpause war das immer Gesprächsthema Nummer 1 und ich konnte nicht mitreden. Und das war mir immer unangenehm. Und ich habe mir gefragt, oh, wenn die das rauskriegen, mache ich mich da lächerlich? Und habe dann immer so das versucht zu überspielen. Und manchmal habe ich auch einfach mitgeredet, so als hätte ich die Serie geguckt und habe sie gar nicht geguckt. Und manchmal kam das auch raus und das war dann der Moment, wo ich mich wirklich lächerlich gemacht hatte. Also das war so eine Phase, peinlich, peinlich, peinlich. Eine Situation, es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nie lächerlich mache. Und ich könnte euch noch andere Situationen erzählen. In Bezug auf meine Klamotten habe ich mich gefragt, wie wirken die? Ist das irgendwie lächerlich? Besonders bei meinen Sportklamotten. Das waren nicht so coole, hippe Sportteile, sondern irgendwelche abgetragenen Sachen. Ja, mache ich mich gerade lächerlich. Dann die Situation mit der nicht ganz abgeschlossenen Klotür. Mega peinlich. Und dann gibt's noch andere Dinge, die ich selbst heute nicht, 20 Jahre später, nicht öffentlich erzählen möchte. Also, es war mein Gebet am Morgen. Es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nie lächerlich mache. Und ganz ehrlich, ich frage mich manchmal, wie es euch geht. Bei mir war das ja damals so, sowas hat sich rumgesprochen. Bei euch wird das auf WhatsApp geteilt. Bei mir war das so, da haben halt die Leute gelacht, die nebendran standen. Und bei euch wird das auf den sozialen Medien geteilt. Und wer Pech hat, über den lacht die ganze Welt. Ich sehe, wie viel Zeit ihr damit verbringt, super Selfies von euch zu machen. Und ich sehe, wie ihr Situationen, die ihr total cool findet, nicht einfach nur genießt, sondern versucht, sie bestmöglichst in Szene zu setzen für eure Social-Media-Feeds. Und wenn ich da so durchscrolle, dann sehe ich euch als sportlich aktive oder attraktive oder musikalisch versierte oder intellektuelle junge Menschen. So stellt ihr euch in euren Feed dar. Und manchmal sehe ich auch, wie so ein Feed komplett gelöscht wird und nochmal von vorne angefangen wird. Also es war irgendwie lächerlich, aber ich entdecke da drin das gleiche Flehen. Es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nie lächerlich mache und dass man das nicht für immer im Internet findet. Die Fragen, wie wirke ich? Was ist lächerlich, sind unglaublich wichtige Fragen. Also das ist überhaupt nichts Oberflächliches, sondern das sind Fragen, die man sich wirklich ehrlich beantworten muss. Klar sind das Fragen, die die Oberfläche berühren, aber sie werden gepusht von Fragen, die dahinter stehen und die absolut deep und richtig wichtig sind. Und das ist zum Beispiel die Frage, wer bin ich? Was kann ich gut? Was macht mich aus?
und dann noch weiter, und das ist die nächste Frage, da haben wir gerade schon ein bisschen drüber nachgedacht, wofür will ich leben? Wofür will ich bekannt werden? Wofür will ich stehen? Wofür meinen Einfluss, meine Begabung, meine begrenzte Zeit hier auf der Erde nutzen? Diese zwei Fragen entscheiden darüber, ob ihr euch in einer Situation lächerlich fühlt oder nicht. Und wer sich diese Fragen richtig gut beantwortet im Leben, der kann sein Leben viel leichter gestalten. Es fällt einem leichter, Entscheidungen zu treffen, man weiß mehr, was man will. Also ganz, ganz wichtige Fragen. Also wer bin ich? Und wofür stehe ich? Die Fragen muss man auch so getrennt voneinander betrachten. Und ich will das mal an meinem Beispiel durchmachen. Ihr könnt mich jetzt mal ein bisschen kennenlernen. Also ich bin Cordula und irgendwann habe ich entdeckt, dass ich relativ gut schreiben kann. Ich habe mit der Zeit, erst eigentlich vor kurzem, herausgefunden, dass viele Menschen mich schnell sympathisch finden. So auf Anhieb, wenn man mich trifft, die meisten finden mich eigentlich sympathisch. Ich habe kein Problem damit, viel zu sprechen, auch nicht vor vielen Menschen. Und ich bin eher so der flexible Typ. Also es gibt ja so Menschen, die machen sich einen Plan. Ich bin mit so einem verheiratet. Die machen sich einen Plan und wehe, da kommt was dazwischen. Und ich bin in mir selber so chaotisch, dass ich weiß, naja, irgendwas kommt schon dazwischen und am Ende habe ich sogar was verschusselt. Ich bin flexibel. Ich bin kreativ. Das hätte ich mir selber nie zugesprochen. Das hat mal ein Dozent während meines Studiums zu mir gesagt. Weil ich hätte das nie zu mir gesagt, weil im Kunstunterricht war ich immer total schlecht. Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Auch so handwerklich werken oder so kann ich überhaupt nicht. Aber natürlich ist Kreativität ja noch viel mehr. Und er hat mir das mal zugesprochen und seitdem habe ich das über mich entdeckt. Ich bin ein bisschen klug, also mit so Menschen wie dem Professor kann ich so eine halbe Stunde mal mittalken, ja, ohne dass es ganz peinlich wird. Ich habe kein Auge für Schönheit, also ob da was farblich zusammenpasst oder wie man was am besten stellt, dass das stylisch wirkt, fragt nicht mich. Ich sehe das selten oder ganz spät erst. Ich lache etwas zu laut, am liebsten über Scherze, die ich selber gemacht habe. Das ist manchmal stimmungsfördernd, aber manchmal ist auch so ein bisschen nervig. Ja, das bin ich. Ich bin einfach wunderbar, das habe ich mal rausgefunden, dass Gott das über mich sagt und seitdem sage ich das auch über mich. Das bin ich, das mache ich aus, aber die Frage ist, wofür stehe ich? Was soll an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit bekannt werden? Die häufigste Antwort, die man heute auf diese Frage bekommt, ist die Antwort, dein Image, die Self-Performance. Schaff dir selber ein gutes Image. Nutze die Dinge, die Gott dir gegeben hat oder die du hast, um dich selber in einem guten Licht darzustellen. So wie ich auf dem Foto hier, was meine Kids von mir gemacht haben. Die sozialen Medien pushen ja diese Idee. Unser Bibeltext heute Morgen, Paulus, schlägt uns darin eine andere Antwort vor. Er will, dass durch ihn Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht wird, also groß gemacht wird. Nicht Self-Performance, sondern Jesus-Performance. Wie geht das? Spulen wir mal zurück. Also ich bin Cordula und ich kann gut schreiben. Wenn es jemandem schlecht geht, dann setze ich mich hin und schreibe ihm eine Karte. Und mir gelingt das, durch die Worte, die ich schreibe, in diesem anderen Menschen die Hoffnung zu wecken, dass Gott ihn nicht verlassen hat. Das ist so das Feedback, was ich auf meine Karten bekomme. Menschen finden mich schnell sympathisch und ich lebe in einer Gegend in Deutschland, wo es ganz, ganz wenige Christen gibt. Und ja, viele Menschen glauben nicht an Gott, finden Gott sogar unattraktiv und irgendwie veraltet. Und neulich sagte jemand über meinen Mann und mich, durch euch wird die Menschenliebe Gottes sichtbar. Also Menschen finden mich sympathisch und weil sie von unserem Glauben oder von meinem Glauben wissen, spüren sie oder beginnen zum ersten Mal diesen Gedanken zu denken, vielleicht könnte ja auch Gott sympathisch sein. Die sind sympathisch, die glauben an Gott, vielleicht könnte auch Gott sympathisch sein. Und das ist so der erste Schritt auf einem ganz langen Weg, in dem man Gott entdecken kann. Ich kann gut vor vielen Menschen reden und ich nutze meine Rhetorik, um ja, anderen Menschen wie euch von Jesus zu erzählen. Ich spreche eigentlich nie zu einem anderen Thema. Ich bin flexibel, das heißt, ich kann auf Störungen reagieren. Ich rechne mit Fehlern, auch mit meinen. Und ich kann da barmherzig sein, weil ich weiß, ja, sowas passiert schon mal. Und andere merken, auch Gott ist vielleicht mit meinen Fehlern verständnisvoll. Ich bin kreativ. Ich habe die Gelegenheit, hier im Radio manchmal so 1,5 Minuten zu sprechen und Menschen von Gott zu erzählen. Und jedes Mal, ich mache das schon ein paar Jahre, und jedes Mal denke ich so, wow, jetzt brauche ich 7 Ideen, um das nochmal neu, es darf sich auch nicht wiederholen, während die Menschen abwaschen, arbeiten, Auto fahren, ihnen von Gott zu erzählen. Und irgendwie fällt mir immer was ein. Ich bin ein bisschen klug.
man kann mit mir auch mal aus dem System aussteigen. Also wir leben ja alle in einem gewissen System und klug sein heißt, ich kann dieses System auch mal aussteigen und von außen betrachten und neu diskutieren und auch mal fragen, will ich das eigentlich überhaupt? Und das hilft Menschen, die von falschen Gottesbildern enttäuscht wurden oder vielleicht sogar von Gott selber. Das kann man mal von außen betrachten und ganz neutral drauf gucken. Ich habe kein Auge für Schönheit und diese Schwäche hilft mir, nicht alles alleine zu wuppen und am Ende zu sagen, jo, ich habe es voll drauf, sondern andere Menschen mit ins Boot zu holen. Ich weiß, ich kann das nicht so gut, aber ich sehe, du kannst das und ich feiere das, was Gott in dich gelegt hat. Ich lache oft zu laut und soll ich euch was sagen? Ich denke mir inzwischen so, okay, Gott, diese Lache geht jetzt auf dein Konto. Keine Ahnung, du hast mich so gemacht und wenn es für dich okay ist, dann ist es für mich auch. Ich kann mich annehmen, wie ich bin, weil ich dahinter Gottes Absicht entdecke. Und dieses Selbstbewusstsein, das merkt mein Umfeld, fußt auf meine Identität in Gott. Ich bin einfach wunderbar, weil ich eine Beziehung zu meinem Schöpfer Gott und Freund Jesus habe. Und auf einmal entsteht ein ganz anderes Bild mit den gleichen Dingen, die Gott mir gegeben hat. Durch alles, was ich bin und habe, lugt Christus hindurch, wird Jesus sichtbar. Die Entscheidung, wofür ich stehen will, beeinflusst, wie ich die Dinge verwende, die Gott mir gegeben hat. Sie können mich groß machen, eine Organisation groß machen oder ein Thema groß machen oder sie können Christus groß machen. Wer bist du und wofür willst du in deinem Leben stehen? Ich mache dir Mut, finde es heraus. Vielleicht noch eine kleine Werbung am Schluss für meine Sicht der Dinge, die wir heute Morgen auch gelesen haben. Denn Paulus hat schon recht. Wenn man sich für Christus entscheidet, dann muss man nicht mehr befürchten, dass man sich lächerlich macht. Wir lesen davon, dass er wie ein Loser im Gefängnis sitzt, alle seine Pläne gescheitert. Aber hey, so what? Er macht dadurch Christus bekannt. Also macht er sich nicht lächerlich. Das, was er will mit seinem Leben, das erreicht er, auch wenn sein Plan gescheitert ist, auch im Gefängnis. Seine Schwächen werden sichtbar, kein Problem. An anderer Stelle schreibt er, durch meine Schwäche wird Christus stark. Also egal, wie es ihm geht, egal, ob er lebt oder ob er stirbt, wer Christus bekannt machen will, der steht auf der Gewinnerseite. Für den ist dieses Schamthema die Frage nach Lächerlichkeit beantwortet. Wer bist du und wofür willst du in deinem Leben stehen? Frag dich das und frag das Gott, der dich geschaffen hat. Vielleicht in der Lobpreiszeit, die wir jetzt noch zusammen haben werden. Ich wünsche dir richtig viel Spaß bei der Entdeckungsreise. Voll gut. Hey, cool. Voll schön, dass ihr so ein bisschen mit uns eingestiegen seid ins Bibelstudium. Danke nochmal an Philipp. Nochmal einen Applaus für Philipp. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde es voll wertvoll, nochmal von einem richtigen Theologen zu lernen und wirklich so Werkzeuge an die Hand zu bekommen. Und vielleicht bist du jetzt voll motiviert. Hör nicht auf, sondern geh nach Hause und mach weiter. Ich glaube, oder wir glauben, dass es voll wichtig ist, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern auch zu studieren und wirklich in die Tiefe reinzugehen, um zu wissen, wer Gott ist. Deswegen, wir hoffen, dich hat das jetzt voll ermutigt. Geh nach Hause und studier wirklich das Wort, denn im Wort Gottes offenbart sich Jesus Christus und wir lernen ihn nur in der Bibel kennen, durch das Wort Gottes, genau. Das ist noch das. Yes. Und wenn ihr noch Fragen habt, es sind bestimmt jetzt noch ein paar Fragen aufgekommen, dann könnt ihr nach der Veranstaltung nach vorne kommen. Philipp wird noch für euch zur Verfügung sein. Fragt ihn einfach alles, was euch auf der Seele brennt und er steht Rede und Antwort für euch. Außerdem gibt es heute Nachmittag den Space Theologie. Der wird auch hier in diesem Gebäude stattfinden. Und unter anderem gibt es da so einen heißen Stuhl, wo Theologen auf diesem Stuhl sitzen und ihr könnt sie löchern mit all den Fragen, die ihr rund um das Thema Glaube, Gott und so weiter habt. Und sie müssen in 60 Sekunden euch eine Antwort geben. Also ich glaube, das wird richtig, richtig nice. Es gibt noch freie Plätze. Seid dabei im Space Theologie. Dann gibt es noch Leute, die für Seelsorge jetzt zur Verfügung stehen. Also wenn gerade bei euch während dieser Zeit jetzt Fragen aufgekommen sind, die irgendwie persönlicher sind oder einfach auch persönliche Anliegen habt, Dinge nicht verstehen könnt oder so oder einfach merkt, hey, mir würde es helfen, da nochmal mit jemandem drüber zu sprechen oder zu beten, dann stehen euch die Leute in den weißen T-Shirts zur Verfügung. Ihr könnt vielleicht einfach mal kurz ein Handzeichen machen. Genau, geht einfach auf sie zu und nehmt dieses Angebot wirklich in Anspruch. Ja, genau. Wir haben übrigens auch noch einen Büchertisch da hinten, da könnt ihr euch bedienen.
Da findet ihr gute Bücher zum Thema, wie kann ich die Bibel auslegen, das Wort Gottes. Da hinten haben wir noch zwei richtig coole Bibeln, die könnt ihr euch angucken. Die induktive Studienbibel, auch richtig gut zu empfehlen. Ja, genau. Yes, ich werde zum Abschluss noch ein Gebet sprechen und dann dürft ihr weiterziehen. Jesus, ich danke dir mega für diese Zeit, die wir jetzt gemeinsam hatten. Danke für jede und jeden, der hier dabei war heute mit uns und es tiefer in dein Wort eingestiegen ist. Wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du heute noch dadurch zu uns sprichst. Und ich bete, dass diese Veranstaltung nicht nur einfach was war, was heute ganz nett war, sondern dass die Methoden, die heute gelernt worden sind, dass die Jugendlichen die wirklich mitnehmen in den Alltag nach Hause und eine neue Leidenschaft, ein neues Feuer für dich und für dein Wort bekommen. Danke für deine Güte und wir beten um deinen Segen. Amen. Schön war es mit euch. Gute Zeit weiter auf dem Christiwill. Feiert das Leben, feiert das Christiwill und feiert Jesus. Applaus